Okay, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an, über die Skillung zu quatschen. Joa, also ich fange mal diesmal im Frostbaum am besten an. Ich mach dich Weil mal auf. machst mir, ja, mach mich mal auf. Hab dich auf. Aber nicht mit dem Messer. So, und zwar beim Frostbaum. Da könnt ihr quasi auswählen zwischen eisiger Reichweite und halt Meisterung der Runenmacht. Sprich, entweder 30 Runenmacht mehr, nett, oder halt mehr Reichweite. Also 10 Meter mehr Reichweite. Was ich eigentlich besser finde, also es kommt auf den Spielstil an. Also darauf werde ich noch zurückkommen. So, wenn ihr zum Beispiel schlechter habt, könnte ich mir auch vorstellen, ach so, dass halt 2 Punkte in Meisterung der Rundenmacht ganz cool ist. Aber es also ist wieder so ein bisschen Geschmackssache zwischen den beiden. Ja, ansonsten auf jeden Fall mitnehmen, Nerven aus kaltem Stahl. Halt 3% mehr Trefferwertung mit einhändigen Waffen. Und zudem macht halt eure Schildhand mehr Schaden, und zwar 25%. Also definitives Must-Have. So, ja, Vernichtung. Und zwar erhöht das Ganze den Schaden von Auslöschen um 45%. Also Must-Have, definitiv mitnehmen. Weil gerade wenn ihr Auslöschen halt macht, habt zwei Krankheiten drauf. Wie ich schon beim Blut erklärt habe, kriegt er pro Krankheit halt 12,5% mehr Schaden drauf. Und davon nochmal 45% mehr ist schon ordentlich. Also das Ding ruppt ordentlich rein. Also definitiv Vernichtung mitnehmen. So, der gute Lichritter diesmal, den lassen wir raus. Und zwar ist das ja ein reines Überlebenstalent eigentlich. Eher sinnvoll im PvP und als Tank. Wobei es halt euch den Arsch auch so mal retten könnte. Also ich würde es jetzt nicht mitnehmen, weil es gibt noch sowas wie Heiler. Auch wenn meine Heiler manchmal fluchen. So, der Tod reitet. Auch ein nettes Teil. Auch wieder mehr auf PvP bezogen, weil Verlangsamungseffekte halt um 15% verringert sind. Also sprich die Dauer. Und ja, ihr kriegt halt pro Skillpunkt 10% schnelleres Reiten. Ding ist aber, das habt ihr nämlich schon. Zwar durch die Gilde von der Sache her. Gut, im PvP wirkt natürlich das anstatt die Gilde, das muss man schon dazu sagen. Also wie gesagt, PvP eher lästig. Wenn denn da mitnehmen. So, ich zum Beispiel habe Endloser Winter mitgeskillt. Jetzt kommt die Frage, warum? Und zwar ist es angenehm, also es ist wirklich sehr angenehm, dass wenn man unterbrechen muss, das Ganze keine Rundmacht kostet. Gut, ich kann mir die 2 Punkte vielleicht irgendwo anders vorstellen, zum Beispiel in Meisterung der Rundmacht, oder weiß der Geier. Aber wenn ihr wirklich mal in dieser Situation seid, ärgert ihr euch, also wenn ihr Unterbrecher seid, wirklich dafür festgelegt, dann ärgert ihr euch wirklich, wenn ihr das nicht mit habt, weil blub, ich habe keine Rundmacht. Durch Tod, Vibe. Ja, also da ihr mich, wenn ihr unterbrechen müsst und nicht 100% auf Damage geht, nimmt's mit. So, dann geht's auch schon weiter im dritten T, und zwar mit gnadenloser Kampf. Das ist natürlich auch sehr nett. Also, wenn euer Gegner halt Gegner weniger als 35% seiner Gesundheit hat, machen eisige Berührungen, keine Böe, Auslöschen und der Froststoß 12% mehr Schaden. Also daher definitives Must-Have, gerade wenn es heikel ist, wenn ihr beim letzten paar Prozenten seid zum Runterkloppen, definitiv mitnehmen. So, Grabeskühle. Und zwar kriegt ihr, wenn ihr eisige Berührung, Eisketten, Höllenböe und Auslöschen benutzt, halt 10 zusätzliche Runden macht. Hört sich von der Sache her nicht viel an, aber wenn ihr mal so ein bisschen durchkalkuliert, alle halbe Sekunde mache ich einen Style, der theoretisch, und so einer von denen, von der Sache her. So, und jetzt rechnen wir mal auf eine Minute hoch, sind das so circa paar
Aber muss selbst mal rechnen. So um die 1200 Runden, also theoretisch gesehen, die ihr mehr habt, wenn ihr wirklich jetzt jede halbe Sekunde Slime machen würdet. Also das ist schon eine Menge, also daher definitiv mitnehmen. Ihr könnt mich auch flamen, wenn ich mich jetzt verrechnet habe. So. Tötungsmaschine, davor habe ich schon im ersten Part geredet. Und zwar ist es unser ultimativ Ich-Crit-Dauer-Skill. Das ist so pervers, das Ding. Also, deswegen sollt ihr auch Tempo mitnehmen. Also, eure automatischen Angriffe, sprich Auto-Hits mit zwei Waffen. Gewährt hat eine Chance, dass der nächste Treffer mit Frostschuss und Auslöschen halt crittet. In anderen Worten, wenn ihr wirklich Trefferwertung voll habt, oder beziehungsweise, naja, wenn ihr voll habt, die 8%, dann trifft ihr schon ordentlich und dennoch, je schneller ihr zuhaut, also sprich, das Ding prockt dauernd. Ihr habt eins dahinter, schon kommt das Ding nächstes, kommt das schon wieder und dann nochmal und dann, das ist echt Wahnsinn. Das ist echt auch ziemlich manchmal tricky. Also, je mehr Tempo ihr habt, desto stärker wird dieses Ding halt und dementsprechend, meine ich auch, dass ihr auf diese fast 75% Crit kommt. Also definitiv mitnehmen, das ist Schaden ohne Ende. So, dann gehen wir weiter im T4 zu Raureif. Und zwar habt ihr eine 45% Chance, wenn ihr Auslöschen benutzt, Main Spell, dass ihr halt einen Proc kriegt von Heulende Böe oder Eisige Berührung. Heulende Böe stärker. Definitiv benutzen, nicht Icy Touch. Das ist eigentlich ein Skill, den ihr komplett, wenn ihr heulende Böe habt, aus der Leiste ziehen könnt und in der Vergessenheit hin. Also auch definitives Mitnehmen, alle drei Punkte. So, Säulen des Frostes, das Ding ist so geil. So, und zwar, das ist cool. Es erhöht 20%, also für die Zeit von 20 Sekunden kriegt er halt 20% mehr Stärke. Das ist schon mal genial, also es ist ein mächtiger Damage-Boost. Und ihr seid immun gegen Knockbacks. Also alles, was euch wegschuppen würde, ihr interessiert euch in dieser Zeit nicht. Das hatte ich schon bei manchen Bossen, alle die Ds ringsherum schoben, alle weggekickt und du stehst da und die fragen sich, wie machst du das? Bei Ragnaros zum Beispiel, sehr geil. Wie bitte? Ich wollte gerade sagen, bei Raggi. Ja, das ist echt geil. Ich gucke nicht alle nur blöde an. es ist jedenfalls ein immenser Damage Boost. Am besten einsetzen, wenn ihr gerade eure Flasken reingeworfen habt, weil das haut nochmal richtig rein. Gerade wenn die Flasken nochmal 1200 Stärke dazu. Das mal gibt einen ordentlichen Boost. So. Verbesserte eisige Klauen. Oh, ich glaube nicht groß zu sagen. Erhöhtes Angriffstempo für euch und die Schlachtgruppe. Also für die Schlachtgruppe 10% und für euch halt zusätzliche 5, also habt ihr 15% mehr Tech-Speed. Einfach mal so mitnehmen. So, brüchige Knochen, auch ein ganz starkes Ding. Und zwar kriegt ihr 4% mehr Stärke. Einmal durch dadurch. Und zudem, wenn ihr halt Frostfieber auf euer Opfer habt, macht ihr halt 4% mehr körperlichen Schaden. Sprich, eure Melee-Hits machen 4% mehr Schaden, was auch wieder toll ist. Und da ihr eh Frostfieber dauerhaft drauf haben solltet, ist mitnehmen. Punkt. Ich glaube, das ist wieder mitnehmen. So geil. So, die Frostbeulen, auch wieder PvP bzw. PvE, wenn ihr was kiten solltet, sehr nützlich gewesen gegen Nefarian, da, also nicht Nefarian, wo war das? Klar, im Blackrock, hahaha, sondern Nefarian Teil 2 jetzt mit dem Addon. Und zwar macht es, dass halt euer Frostfieber das Bewegungstempo, das Ziel ist halt um 25% verringert. Zudem, wenn halt noch Eis, wenn ihr danach Eisketten macht, ist derjenige bewegungsunfähig für 1,5 Sekunden. Sehr geil. Also auch im PvP sehr stark. Sprich, ihr habt da so eine Gegnermenge, reingehauen, alle geslowt. So. Und würde euch einen rauspicken,
rangrabben, Eisketten rauf, kommt nicht weg, außer dass ein Major blinkt. Und dann einfach draufhauen. Also er wird sein Slim nicht so schnell froh. Also wenn ihr irgendwas kiten müsst, verlangsamen wollt, mitnehmen. PvP sehr stark. Also auch wieder abhängig im PvP. PvE. So. Terminator, leider ziemlich totgenervt. Aber naja. Trotzdem ist von der Sache her ganz cool. Und zwar ist es ein kleiner CC für 10 Sekunden. Eure Gegner werden halt eingefroren, aber jegliche Schaden holt das Ganze raus, außer eure Krankheiten. Ist von der Sache her ganz cool. Problem ist, halt A 10 Sekunden, B kein Schaden, also mit Vorsicht zu genießen. Außerdem würde ich meinen, kostet es auch noch Rundenmacht, aber ich habe die Runde drin natürlich. Und das ist der andere Nachteil. A, kostet es Runenmacht. Und B, ist das Problem damit, es hat eine Castzeit. Ihr sagt jetzt nur 1, irgendwas Sekunden. Ja, steht mal diese Sekunde da und kriegt man aufs Maul. Das ist nicht toll. Eine Sekunde kann ziemlich lang sein als Frostikan. Also, ihr müsst es so oder so mitnehmen. Es ist bloß halt... Wie sinnvoll ist es, einen anzuwenden? Das ist halt das Ding. Klar, um eure Gruppe, also wenn ihr umrundet seid von irgendwelchen Gegnern, reinhauen, kurz Battle Rest raushauen und dann geht's weiter. Dafür ist es ganz cool. Also es kann euch den Arsch retten. Also ich habe es ja selbst in Leiste, aber wann ihr es benutzt, wie ihr es benutzt, ist immer so fraglich. Mitnehmen müsst ihr das eh. Also daher weiter. Verbesserte Frostpräsenz. So. Das hat jetzt schon was mit der Spielmechanik zu tun. Die meisten werden sagen, ja, Frostika wird ja bestimmt in der Frostpräsenz gespielt, ist ja logisch. Nein, leider weit gefehlt. Das ist leider in der unheiligen Präsenz. Das Ding ist aber, dadurch, dass ihr halt verbesserte Frostpräsenz mitnehmt, ihr kriegt, das Ding gibt halt, wenn ihr Frostpräsenz anhabt, 5% mehr Bonusschaden. Nette Sache. Aber wenn ihr es halt mitgeht, kriegt ihr auch in den anderen Präsenzen 4% an Runenmachterzeugung. Also ich lese mal vor ein bisschen, um das zu erklären. Zudem behaltet ihr in der Blut- oder unheiligen Präsenz 4% der erhöhten Runenmachterzeugung der Frostpräsenz. Sprich, da muss man wieder wissen, was macht die Frostpräsenz. Und zwar... So, lesen wir mal vor. Stärkt euch mit der Präsenz des Frostes. Logisch, ich glaube nicht mit dem Feuer. Erhöht euren Schaden um 15% und die Runenmachterzeugung um 10%. Aber auch gut. So, kennt jeweils nur eine Präsenz, bla bla bla, verbraucht der aufgebaute Runenmacht. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wechselt möglich nicht eure Präsenzen, wenn ihr gerade volle Rundmacht habt. Ihr erzeugt halt mehr Rundmacht mit euren Schlägen, von der Sache her. Auch coole Sache, also daher auch mitnehmen, definitiv. Also, und dann weiter. Jetzt kommen wir zum Entscheidenden, wie spiele ich den Frostika? Ich habe schon gesagt, zwei Einhänder. Das Ding ist, das ist leider nicht immer der Fall. Ihr werdet beim Hochleveln immer mal haben, dass ihr einen Zweihänder in der Hand nehmen müsst, weil er einfach besser ist. Punkt. Und daher sieht dann auch dementsprechend später die Skillung ein bisschen anders aus. Dann nimmt ihr dann halt Nerven aus kalten Stahl nicht mit und nimmt dann dafür Meisterung der Rundenmacht. Kleines Wechselspielchen, ist jetzt nicht groß problematisch. Aber ich mach mal weiter. Und zwar... Ach du Scheiße, was für ein Name wieder. Tassarians Drohung. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Jo, hast du. Wenn ihr zwei Einhandwaffen nutzt, haben eure Fähigkeiten Todesstoß, Auslöschen, Seuchenstoß, Runstoß, den benutzen wir aber nicht, Blutstoß und Froststoß eine Chance von 100%. Auch mit der Schildhandwaffe Schaden zu verursachen.
Ist sehr geil, sag ich nur. Gerade da, gut, den Schüttern wird nie an die Mainhand rankommen, aber das haut schon böse rein. Also das ist definitiv mitnehmen. Also Dual Wheel ist momentan auch immer noch stärker als den Zweihänder, auch mit seinen Bonus jetzt. Also, und zwar für den Zweihänder, es geht ja halt Macht der gefrorenen Ödnis mit. Bei der Nutzung einer Zweihandwaffe verursachen eure Nahkampfangriffe zusätzlich 3% Schaden. Nette Sache. Eure automatischen Angriffe haben eine Chance von 15% 10 Rundenmacht zu erzeugen. Auch nicht schlecht. Ist von der Sache her ja, nur cool, wenn ihr einen starken Zweihänder habt. Problem ist, auch wenn es nicht so aussieht, von den Stats, ja, also ein Zweihänder wird immer bessere Stats haben als zwei Einhänder. Außer das Item-Level ist echte Welten auseinander. Bewertet sich das Ganze nicht, ihr macht immer noch weniger Schaden. Da auch eure Tötungsmaschine nicht so prockt. Weil ihr schlagt ja mit zwei Waffen zu, was natürlich die Brock-Chance immens hochschraubt. Und ihr schlagt auch viel, viel schneller zu als mit einem Zweihänder. Das ist halt der immense Unterschied. Dementsprechend Zweihänder wirklich nur in Notfallen. Wenn ihr frisch hochlevelt, ist das alles kein Thema, aber später im PvE, PvP würde ich trotzdem die zwei Einhänder bevorzugen, weil es doch immensen Vorteil bietet. Außer ihr seid so erpicht, auf, dass ihr so viel Abhärtung kriegt mit einem Zweihänder, weil halt mehr Stats drauf sind. Aber das müsst ihr dann selbst entscheiden, also definitiv zwei Einhänder und das ist cool. So, und jetzt mein Liebling, die sie leider sehr in der Vergangenheit tot genervt haben, also sie war mal bedeutend stärker, und zwar die heulende Böe. Also quasi ein Ziel wird hauptsächlich mit Schaden betroffen und der Rest kriegt halt so Heimschaden in der Umgebung von 10 Metern. Und wenn ihr die Glyphe drinne habt, kriegen auch alle Frostfieber, sprich das Ding macht riesen Schaden und belegt das Ganze noch mit Frostfieber. Was will man mehr? Also früher war es so cool. Also, ja, Gedanken versunken. Das war früher toll. früher hat wirklich alles in dem Umkreis vollen Schaden bekommen. Und das ist ja das Üble dabei. Ja, also, bombentechnisch war es ja der Horror. Überall. Wenn du da 20 Ziele hast und alle kriegen vollen Schaden mit 8000 und mehr. Halleluja. Das ja, hat das ordentlich Lärm gemacht. Ja, also schönes Ding. So, also definitiv mitnehmen, Glyphe reinhauen und glücklich sein. Dieses Ding ist echt immens. Außerdem, ja, sagen wir mal so, man kriegt es nicht gern ins Gesicht. Ich habe so um die zwischen 26 und glaube 30, 35 K-Krits damit. Und das ist schon übel. Also, ist nicht schön, das Ding. So, dann gehen wir mal in den Blut rein. Und zwar... also das ist nicht die volle DD-Skillung, die ich habe. Das ist so eine halbe Supporter-Skillung, kann man fast sagen. Sprich, schlechter könnte man theoretisch voll mitnehmen mit zwei Punkten. Aber es ist auch so schon. Also ein Punkt ist, würde ich euch auf jeden Fall raten. Also ich glaube, bin gar nicht auf Supporter-Skillung. Also ich bin, glaube ich, diesmal wirklich auf voller DD, wenn ich mir das recht angucke. Ja. Doch volle Idee. Und zwar ein Punkt rein, weil, auch wenn man das wieder mal hochrechnet, dass ihr halt alle 5 Sekunden eine Rundmacht bekommt, hört sich nicht viel an, aber auf 10 Minuten, wenn er da mal so ein bisschen rumrechnet, wird er auf eine ganz schön große Zahl kommen und dementsprechend mehr Schaden macht ihr auch. Also daher immer mitnehmen. Außerdem, wenn ihr irgendwelche kleinen Trash-Mob-Gruppen habt, und ihr tötet den, kriegt ihr eh noch 10 Runden macht mehr und dann was weiter. Also wenn ihr kleine Ads zu killen habt und ihr macht den Last Hit, bam, kriegt ihr noch mehr. Also mitnehmen. Ich glaube, Klingenbarriere brauche ich jetzt nicht erklären. Wir wollen Schaden machen und nicht Schaden verhindern. Also Klingenbewährte Rüstung. Auch im wie letztes Mal beim Blut-DK definitiv mitnehmen, weil mal gucken, ich habe jetzt 22.717 Rüstung. Das ist sehr viel AP. Das mitnehmen, definitiv mitnehmen. So, manchmal machen wir gleich, also ihr kommt auch nicht weiter runter, sage ich euch gleich. Weil den Rest verballern wir im Unholy und zwar mit Virulenz.
Schaden von Krankheiten sind um 30% erhöht. Also, ich guck mal gerade nach, wie viel das ungefähr sein wird. Wo haben wir es denn? Da haben wir unser Frostfieber. Ich glaube, ich traue den Zahlen mal nicht, weil die sind zu immens dafür. Ich glaube, da war irgendwie ein Bossfight wieder. Aber wir können einfach mal machen. So, einmal Frostfieber drauf und das tickt, ne, mit 1700. Sprich, das sind so mal 200 bis 300 Schaden momentan mehr pro Krankheit, wohlgemerkt. Also daher definitiv mitnehmen. Und ich habe noch Epidemie mit. Ah, genau. So. Machen wir jetzt mal zwei Krankheiten drauf. Und die ticken jetzt so schön beide so mit 1800 gerade, 1300. Also daher, so richtig geiles Ding. Und, ja, machen wir ein bisschen Auto-Hit hier. Ich kann das sowieso gerade nicht sehen. Ich muss was gleich erstmal umstellen. Ich habe Skada noch an, anstatt Recount. Aha. Naja, egal. Ist egal, das kann man nachher auf der Spielweise nochmal zeigen. Ja, das machen wir. So, und für einen schönen Spielfluss mit den Krankheiten, damit ihr da nicht so unter Druck kommt mit den Sätzen vom Seuchenstoß. Also ihr müsst ja für den Seuchenstoß ja immer noch eine Runde benutzen und alles. Nimmt man halt Epidemie mit. Es macht das Ganze sehr viel angenehmer. Also ihr könnt jedes zweite Mal Ausbruch benutzen und dann ist alles ganz cool. Also macht die extrem entspannt und ihr müsst nicht so viel auf alles aufpassen. So, und ja, das war so im Groben die Skillung. Wie ihr seht, ein paar Varianten sind drinne. Also viel Platz lässt es nicht von der Sache her. Aber für bestimmte Situationen kann man doch recht speziell noch skillen. Also ihr könnt quasi noch optimieren, wenn ihr wollt. Aber so das ist so das Gröbste halt. Also mitnehmen alles. Und ja, ich glaube, das wäre soweit mit der Skillung. Gut. Und wir machen, glaube ich, einen extra Tag für die Glyphen, oder? Genau, ich mache jetzt einen Cut und dann geht's weiter mit Sockelung, VZ und Glyphen und Spielweise. Okay, kommen wir jetzt zu den Glyphen, würde ich sagen. Ja, dann fangen wir mal bei den Primären wieder an. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, Primärglyphen auslöschen. 20% mehr Schaden. Mitnehmen. Postest du wieder? Achso, ja, muss ja wieder posten. So, auslöschen, definitiv mitnehmen. So, dann haben wir eisige Berührung. Die ist auch gut von der Sache her. Das Ding ist halt, ihr habt wirklich die Wahl. Also, erstmal eisige Berührung zur Erklärung. Frostfieber macht 20% mehr Schaden. Das ist cool, definitiv. Ding ist bloß, wir haben halt nur drei Glyphen. Ihr müsst euch wirklich aussuchen, was ihr nehmt. Entweder nehmt ihr Heulende Böe und ihr müsst nicht noch irgendwie Icy Touch, also eine Damage-Reduktion quasi in Kauf nehmen. Oder ihr nehmt halt mehr Schaden. Also ich weiß nicht, was die ganz Elite, die sagen das Gleiche, also wie bei mir, also Single Tage definitiv Heulende Böe. Und wenn es um AOE geht, Icy Touch. Hört sich komisch an, also ich weiß nicht, wie man es denn direkt anstellen soll. Also Howling Blast auf jeden Fall. Also die Heulende Böe. Und Icy Touch, ich weiß nicht, wie man es richtig einbauen kann. Also man bräuchte denn, wenn ihr wirklich extrem bomben wollt, müsste da, glaube ich, den Frost Strike am besten rausnehmen. Kommen wir mal dazu, das wäre nämlich die nächste Glyphe, die man nehmen würde. Und zwar verringert sie die Kosten um 8 Runden, macht Kosten vom Frostack. Und das ist schon auf Dauer eine sehr nice Sache. Also beim Bomben für Frostrike Icy Touch benutzen, und dann ist cool, also das passt dann. Ich glaube, Geistesstoß benutzt man nicht, haben wir auch gar nicht. Herzstoß genau das gleiche. So, Rundstoß, benutzen wir auch nicht.
Tod und Verfall, nein, brauchen wir auch nicht. Todesmantel als Primäre genauso wenig. Todesstoß brauchen wir auch nicht, bringt uns ja nichts. Und ja, Gua wecken, nein, brauchen wir auch nicht. So. Erhebliche Glyphen. Und zwar habe ich da drin antimagisch. 2 Sekunden hört sich wie, also verlängert die Zahl der antimagischen Hülle um 2 Sekunden. Hört sich nicht viel an, kann euch aber den Arsch retten. Gerade die antimagische basiert ja auf euren HP. Und wenn die noch nicht voll ausgereizt ist, sage ich jetzt mal, sind 2 Sekunden eine sehr lange Zeit. Und das ist doch eine sehr coole Sache. Und zwar geht es dann jetzt weiter. Also ich habe zum Beispiel... Also es geht dann weiter mit Eisketten. Das Ding ist auch ganz cool, aber ist wieder PvP-lastig. Und zwar verursachen die Eisketten noch 150 Frostschaden. Also sprich, das Ding ist dann eine Art eisige Berührung mit Slow-Effekt. Coole Sache von der Sache her. Also fürs PvP wirklich reinnehmen anstatt Howling Blast. Ist cool. So, und ich habe dann zum Beispiel finsterer Beistand. Das ist, wenn ihr so unterwegs seid oder irgendwelche kleinen Sachen killt, ist das super. Und zwar, wenn ihr eins getötet habt, habt ihr 15 Sekunden Zeit für eine Todesstoßanwendung und dann regeneriert ihr mindestens 20% eurer Gesundheit. Richtig geil, also 20% sind so über knapp 25k fast bei mir. Und das ist doch schon ordentlich. So, ich guck gerade so noch ein bisschen nach. Genau. Ja, ich habe nebenbei noch Elite Jogs offen und habe da auch nochmal nachgeguckt, sicherheitshalber, dass ich euch ja keinen Scheiß erzähle. So, jedenfalls geht's weiter. Knochenshit habt ihr nicht, braucht ihr nicht. Pestilenz benutzt man als Frostika auch nicht, um ehrlich zu sein. Also ich jedenfalls nicht. Ich verbreite nämlich nicht die Dings. Wer ist sie denn? Ich komme gerade gar nicht drauf. Die Blutseuche, genau. Weil es lohnt sich einfach nicht. Also wenn, dann braucht ihr eh immer Frostfieber und das habt ihr mit der heulenden Böe und der Glyphe habt ihr das immer drauf. Also daher Pestilenz wäre sinnlos, also next. Runenheilung haben wir wieder nicht. So, Glyphe, Säulen des Frostes. Das ist natürlich, es ist cool, aber es ist auch nicht wirklich, also es ist so mit Vorsicht zu genießen. Und zwar macht ihr, also seid ihr denn, es ist wie eine Mini, also es ist wieder PvP, es ist wie eine Mini, wer sind die Dinger, Thomas, helf mir mal, die Schmuckstücke, die Insignien, waren das Insignien? Ja. Die euch halt aus dem CC rausholen. Das ist genau das gleiche. Ding ist bloß, ihr könnt euch denn nicht bewegen mit der Glyphe. Ich weiß nicht, da habe ich lieber einen Gegenzauber oder einen Fluchen, wenn ihr aber in einer Gruppe unterwegs seid. Das ist cool, also die würde ich nicht mitnehmen. Nur wenn ihr irgendwie einer gegen einen seid und keine Ahnung. Ist nicht doll. Also das Frostes, die Glyphe, die macht dich ja fast wie beim Mage zum Eisblock, oder? Also wie ja, die macht dich zum Eisblock, aber du kriegst Schaden. Die hauen dir immer noch auf die Fresse. Ja, deswegen, du stehst da und die hauen dir in die Fresse. Also es ist so, ist halt doof gelaufen. Sinnes Blut benutze er nicht. Wozu? Ihr habt Howling Blast. So, strangulieren. Nein, braucht ihr auch nicht. Todesgriff. 5 Meter Reichweite. Ihr seid DD, wozu? So, dann Vampirblut. Genau das gleiche. Habt ihr nicht. Brauchen wir auch nicht. Zanderkette. Das ist halt die Rune, die macht, dass das Ganze halt keine Runenmacht kostet. Nett, also als Oh-Shit-Button, naja, was heißt Oh-Shit-Button? Oh-Shit, ich hab mich selbst fast gekillt. Button ist das super. Gerade wenn, keine Ahnung, ihr seid wirklich irgendwie unterwegs, habt aus Versehen eine Mob-Gruppe wieder mal gepult und haltet zu wenig, also ich glaube, das Ding kostet auch 40 Runen, also das ist schon immens viel. Und dann, wie komme ich jetzt hier weg? Blub, zündet ihr das und ihr könnt wegrennen. Und so steht, oh, ich habe ja keine Runen. Boom, tot. Ja. Jedenfalls, die habe ich mitgenommen, ist noch sinnvoller als der Rest da. So, und dann geht auch schon mit dem Grin weiter.
wie immer Blutwandlung, weil das werdet ihr echt sehr oft brauchen. Definitives Must-Have. So, dann ist einer optional. Also definitiv Horn des Winters mitnehmen. Und der Rest ist so wieder, eisige Gefahr ist halt cool. Ihr kriegt weniger Fallschaden. Wenn ihr, ja, wenn ihr halt runterspringt, haha. Ja, die Lüfe für schwarze Tor, naja, gut. Die Zeit habe ich auch noch. Ghoul werdet ihr niemals heilen müssen. Der verreckt vorher, also bevor ihr den heilen müsst, ist er von selbst verreckt. Weil die Zeit vorhin wieder um ist. Und halt, ja, unnachgiebiger Griff ist, ja, PvP wieder. Also, wenn ihr PvP spielt, nimm den mit und dann anstatt eisige Fahrt. Aber andererseits, wenn dann Priester kommt, Mind Control über die Klippe, habt ihr eine Chance zu überleben, wenn es nicht zu hoch ist. Also, ja, je nach Belieben halt wieder. So, dann kommen wir mal in Richtung der Sorgelung, Verzauberung etc. Typischer Mini-DD, also da sind die Verzauberungen schon fast vorgegeben. Und zwar beim Kopf Standard Stärke Meisterschaft. Ja, ansonsten, also wieder Stärke, also der Metasockel Stärke und 3% erhöhter Crit-Schaden. Gerade beim DK 3%, boah, ordentlich. Und ja, roter Socke, wie ihr bei mir seht, 40 Stärke, auch logisch. So, Schultern, auch wieder Stärke, Crit. Gut, was Besseres gibt's nicht. Mitnehmen, für einen gelben Socke halt, wie bei meinen Schultern gerade, Tempo und Stärke. Also, ich habe schon fast lieber, also Tempo, also wenn ihr einen gelben Socke habt, definitiv Tempo mitnehmen, Tempo, Stärke. Erstens kriegt ihr einen Socke-Bonus. Und ihr habt mal, ihr knallt halt schneller zu. Also für mich ist Tempo sogar teilweise noch cooler als Stärke, weil es läuft halt runter. Aber also es ist, ja. Ihr habt keinen Stocken im Getriebe, sagen wir mal so. So, ja, Umhang, nicht aller Welt. Und zwar 65 Crit. Das Ding ist, es gibt wirklich nichts Besseres. Es ist zum Kotzen. Ihr könntet auch Schutz nehmen. Ja, aber wenn ihr das wieder mit klingbewehrter Rüstung macht, habt ihr 6 AP. 75 kritische Trefferwertung besser mitnehmen. So. Dann Brust wie immer 20 auf alle Werte. Auch bei mir halt die Armschienenverzauberung auch mit Stärke. Lederra ist natürlich jetzt richtig cool. Mit 130 Stärke ist schon ordentlich. So, ganz wichtig für den Fight, und zwar auf eure Main Hand, schneidendes Eis. Ja, warum Main Hand? Weil, einmal, die trifft am meisten. Und dieser, und das schneidende Eis, muss man ja dazu sagen, macht, dass ihr halt 10% mehr Frostschaden macht. Sprich, eure ganzen Krankheit, heulende Böe, Froststoß macht alles mehr Schaden. Und das muss am schnellsten oben sein. Der Proc von dem Kreuzfahrer, der kommt irgendwann. Der kommt, da ist eben die Missioning Return drin. Also sprich, ihr könnt nur so oft in einer Minute oder in einer bestimmten Sekundenanzahl haben. Das ist eh vorprogrammiert. Also egal wie schnell ihr zuschlagen würdet, ihr habt den vielleicht nur 5-mal in einer Minute oder so. Also daher ist jetzt egal, ob ihr trefft oder nicht. Deswegen gefallener Kreuzfahrer auf Offhand. Ganz wichtig. Also die Schildhand. So, ja, Handschuhe. Und zwar 50 Stärke. Brauche ich nicht groß überlegen. Definitiv Stärke als Stärke. Dann geht's weiter. Ihr nehmt auch bei Hose nehmt auch wieder 190 Angriffskraft und 55 kritische Trefferwertung. Ja, also was man eh immer mitnimmt. Schuhe habt ihr natürlich die Wahl zwischen Tempo und Meisterschaft. Also Tempo ist halt cooler, weil Meisterschaft sich halt nicht auf alle Spells auswirkt. Und deswegen definitiv Tempo für mich bevorzugen. So, Ringe ist für mich als Verzauberer klar. 40 Stärke zweimal. So, und halt, ja, Trinkets.
wenn möglich irgendwas mit Stärke etc. haben, also Stärke Trinkets, nicht verzaubern. So, und zwar, ihr habt gar nicht gesehen, was ich im blauen Sockel habe, weil ich sehe gerade, ich habe echt keinen blauen Sockel. Nö, nö. Doch, da ist er, da ist er. Und zwar in der Brust habe ich einen blauen Sockel drin, mit 20 Trefferwertung und 20 Stärke. Ja, Trefferwertung ist halt nett, aber das ist halt das Einzige, was halt noch passen würde. Ich hätte jetzt auch noch einen roten reinhauen können, aber im Endeffekt wäre ich bei 40 Stärke, also ich hätte keinen Sockelbonus, aber 40 Stärke wären geblieben und so habe ich halt 20 Trefferwertung mehr. Ist nicht die Welt, aber immer noch besser. Es gibt ja genügend Programme, Websites zum Umschmieden und da kann sich das schon ziemlich auf den Schaden. Also wenn ihr es 5-mal habt, sind das 100 Trefferwertung und die, wenn das dann Tempo wäre, ist schon cooler. Also daher immer am besten Sockelboni mitnehmen, weil ich finde das einfach viel, viel besser als irgendwie hart Ausdauer, hart Stärke, irgendwas durchzusockeln. Es bringt euch meistens nicht so viel, als wenn ihr den Sockelboni einfach mitnimmt. So, Verzauberung haben wir, Glyphen sind abgeschlossen. So, als nächstes kommt die Spielweise. Dann mache ich jetzt mal ganz kurz einen Cut und dann geht's los mit der Spielweise.